Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Avatar Frontiers of Pandora Let's Play mit Captain Reliok. Das muss ich ja noch dazu sagen. So, in großen Schritten, der letzte Schlag steht uns bevor. Reise zum Versteck des Widerstands. Das wollen wir denn mal tun. Da ist das, Versteck des Widerstands. Ja, also ich mache schon immer die letzte Folge war wieder gerade so eine Stunde, mein Gott. Also die werden immer epischer, die Quests. Und wollen wir mal schauen, wie es jetzt hier läuft. Der letzte Schlag, ob das auch wieder so ein Riesending wird, was ich in mehreren Teilen machen muss. Schauen wir mal. Sprich mit Rinella beim Holotisch in der Kommandozentrale. Tja, dann wollen wir mal schauen. Ich habe auch schon wieder fleißig gesammelt, dass ich genug Blitzpfeile habe. Und so, wo ist die Man hat den Kommandozentrale? Verstand verloren. An der Westgrenze Ohne herrscht völlige Notiz. Zerstörung. Gegen diese Geschütze sind unsere Waffen machtlos. Von außen können wir nichts Ah, ausrichten. ja. Hier geht's weiter. Fortschrittshinweis. Wenn du die Quest an diesem Punkt weiterführst, musst du sie abschließen, bevor du den Questbereich wieder verlassen kannst. Okidoki. Ja. Na, da wollen wir mal schauen. Das könnte es gewesen. Die Führer der Clans bereiten ihre Leute vor, auf das Schlimmste gefasst zu sein. Um zu flüchten? Was ist mit den Daten von Daylan? Irgendwas Brauchbares? Konstruktionspläne für die Basis. Die RDA hat tief gegraben, durch Felsen und Erde. Sind zu den Höhlen vorgestoßen. Hier geht es rein. An den Wachmännern vorbei. Daylan hat geholfen. So scheint es. In dem Moment, in dem wir es brauchten. Er bereut seine Taten, Rinella. Mercer hatte ihn in der Hand. Vielleicht ist es immer noch so. Daylan zweifelt an seiner Na'vi-Herkunft. Er braucht Mercer. Vertraut darauf, dass er die Leere in seinem Herzen füllen wird. Vertrau auf dich, Rinella. Höre auf dein Herz. Es wird dir den Weg zeigen. Prüfen wir das. Wenn der Eingang zur Höhle existiert, müssen die Clans nicht fliehen. Wenn ich in die Basis komme, brauche ich Hilfe. Die bekommst du. Drei Clans, eine Armee. Unglaublich, das noch einmal zu sehen. Vier Clans. Du vergisst die Sarentu. Und meiner. Wir sind fünf Clans, vereint als einer. Okay, der große Schlag. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich werde sterben. Oh, Schrotflinte, 240. Ja. Sturmgewehr. Schrotflinte, 240. Zack. Jetzt bin ich auch 18. Jetzt kann ich die Quest machen. So, die Höhle liegt im Norden der Bohrbasis Omega unter einem großen umgestürzten Baum. Okay. Ach du Scheiße. So, alles noch mal von vorne. Wir haben Nachricht vom Riss der Kamettiere.
Anufi hat eine Botschafter vorausgeschickt. Sie wollen einen Weg durch die Höhlen finden und die RDA von innen überraschen. Zum Glück werden die Kametire Rache nehmen können. Tyler werden zu Kämpfern. Gibt es Nachricht von den anderen Clans? Sotlek ist unterwegs für den Vespa. Du solltest bald von ihm hören. Keine Nachricht von den Arana Helden. Sie werden dem Kampf zustimmen. Gatna kennt die Gefahr. Sind gute Nachrichten. Ein Seswa-Sturm auf unserer Seite. Harding wird nicht glücklich sein. Sie reiten auf Frakens Pferden zu Mercers Basis. Doch die Geschütze sind ein Problem. Wenn ich drin bin, sollte ich sie abschalten können. Gut. Ich folge der Schwesternkavallerie. Mercers Truppen haben keine Chance. Hoffentlich ist das hier von dieser Seite. Geglaubt. Kapnatschläger bereiten sich jetzt vor. Sie warten außer Geschützreichweite auf den richtigen Moment. Für den werde ich sorgen. Es ist soweit. Wir werden wirklich gegen Mercer kämpfen. Wird doch langsam Zeit. Da ist ein Aussichtspunkt im Himmel über seiner Basis. Treffen wir uns dort, wenn wir fertig sind. So, hier wurde ich jetzt mal von dem Sturmreiter gekillt. Ritnella, nähere mich der Basis. Halt Abstand. Sehr Deine gut. Waffen sind zu schwach für die Geschütze. Hoffentlich klappt Okay. Ja. Halt Abstand. Spannend ist es ja wieder mal ohne Ende. Wo bin ich jetzt hier fest? Anufi ist unterwegs. Los, wir werden an deiner Seite kämpfen. Okay. Bin beim Höhleneingang. Mal sehen, wohin er führt. Wenn das nur ein Test war. Könnten Pandoras Wunden noch tiefer sein. Richtig. Wir stoppen ihn, Ritnella. Okay. Was ist hier los?
berühren. Aha. Okay. Das hat ja ganz gut geklappt. Das da komme ich ja nicht durch. Gut geklappt. Es muss noch einen Weg geben. Und ich kriegen sie da schon rein. Er kann vielleicht nicht helfen. Auch wenn er es möchte, kann man. Haltet euch bereit. Ritnella, du bist weg. Ritnella? Was essen? Habe ich genug? Okay. Ich hätte überall auf der Erde hören können, aber nein, ich wollte nach Pandora. Noch ein Wort von dir und ich ertränke dich in einem Sumpf. Ich weiß nicht, Mann. Ist es hier unten sicher? So weit bohren die nie. Bist du ein Ingenieur, oder was? Ganz ruhig. Mercer meinte, dass wir hier reich werden. Mit Pfeilen auf mich schießen? Wirklich? Okay. Dies ist eine sichere Durchsage. Vorgang läuft. Bitte ausreichend Abstand halten. Ein neuer Rekord. Sicher. Ich frag mich, was ich verpacken muss, damit sie mich nach Hause schicken. Zerlassen! Okay.
Muss ich da lang? Wo bist du, verdammt nochmal? Britnella, hörst du das? Ich habe es geschafft. Ich bin in Mercers Basis. Gehe zur Basisverteidigung. Ich finde einen Weg, die Clans reinzuholen. Okay. Dies ist eine Sicherheitsdurchsage. Bohrvorgang läuft. Bitte ausreichend Abstand halten. Das war ja mal cool. Gibt's doch gar nicht. So, und jetzt? Okay, es gibt wieder was zu hacken. Ah ja. Das geht doch nicht gut.
Okay, okay. Aufschwung. Was? Was ist mit ihnen passiert? Okay. Da oben ist jemand. Die waren das. Okay. Finde heraus, wer sich... Was? Ja. Alter Schwede. Ich habe Angst, dass ich das, den Fortschritt verliere. Deshalb speichere ich hier einmal. Also für mich in meiner Videoaufnahme.